So, Freunde, es ist wieder soweit. Gucke auf mein Business. Für die Liste der 10 Reichsten fehlt nur ein klitzekleiner Tick, so wie Trick und Track zu zweit sind. Gefällt euch das? Ja, davon wollt ihr mehr? Guck, treffe ich die Crew dieses Modus. Gib ihnen Punches und sie fliegen auf den Mars. So wie die Groupies von Bruno. Ich bin die Numero Uno. Na? Wollt ihr noch einen? Ja? Geh zum Grenzen aufzeigen, bin ich Lehrstundengeber. Wie Erdkundelehrer. Yeah. Freunde, ich würde sagen, es wird Zeit. Wir gehen einfach mal rein. Das Beat bisschen lauter Klassentreffen, machen, Freunde. ey. Ja. Kollege der Boss, Lord Aura. Glanz, Glamour, Gloria. Kollege, Eleganz wie ein Modezar. Ich hab die Lord Aura. Lord Aura. Ich geb dir Pimpslaps in der Allee. Und der Luftzug davon bringt die Blätter zum Wehen. Ich hab die Lord Aura. Okay. Lord Aura. Und es geht los. 38 Jahre, doch ein. Erster Takt. Ouvertüre zur Lage der Nation. Okay. 38 Jahre, doch ein Playboy und Fresh. Plus Fame und das Cash erhöhen den Halo-Effekt. Ein Lambo in Black, ein Speedboat in Weiß. Siehst du aus wie der Boss, gehst du mit Cheatcode durchs Life. Nice, alles also super entspannt. Immer locker durch die Hose wie ne Groupie-Bitch-Hand. Wär da nicht die eine Sache, die mich aufregt zur Zeit. Deutsch-Rap ist nur noch Junkietum und Faulenzerei. Da gibt's sogar ne saustarke Industrie für. Ich sprech den Elefant im Raum an wie ein Hindu-Priester. Yeah. Ja, nice, hat sogar Farid gestern im Stream angekündigt. Dass es so ein bisschen um den Drogenkonsum gehen wird, der Sprachgesangsartisten in Deutschland. Da werden wieder fleißig Disse verteilt auf dem nächsten Album. Da bin ich auf jeden Fall schon gespannt. Schön, dass der Boss das hier auch nochmal anspricht. Sogar eine saustarke Industrie für. Ich sprech den Elefant im Raum an wie ein Hindu-Priester. Yeah. Langsam sollten sich die Altbiertrinker vom Komplettabsturz am Riemen reißen. Fallschirmspringer, Gewalt wirkt immer. Deshalb lass mich kurz den Anzug öffnen, um die Gans zu zücken. Paar Schatzi fangen an zu röcheln unter all den Bastarden, die Taschen voller Money möchten. Gibt's einen hohen Schnitt an Flaschen wie beim Shampoos-Köpfen. Da gibt's majestätische Klatschen. Von Juni bis Mai ästhetische Klatschen. Fürstlich. Von Juni. Bis Mai ästhetische Klatschen. Da fehlt mir jetzt so auf diesem Beat noch so ein bisschen so der Chorgesang. Dann wäre das, glaube ich, so eine 11 von 10. Von Juni bis Mai ästhetische Klatschen, fürstliche Gesichtsbehandlung. Mai ästhetische und majestätische. Schön. Denn es gibt hier Verhaltensregeln wie bei meiner kürzlichen Gerichtsverhandlung. Wie die vor mir stehen, eine sonderbare Sache. Nimm erst mal die Pommes. Zweiter Akt. Tischmanieren, Klatsche. Auch schön. Gerichtsverhandlung. Wie die vor mir stehen, eine sonderbare Sache. Nimm erst mal die Pommes. Okay, der Track ist also in unterschiedliche Akts aufgeteilt, wie so ein Theaterstück. Der Boss hat's mal wieder gerissen, Freunde hier. Kommissar aus der Bomberjackentasche. Grinst mal nicht so rum wie ein frisch verliebter Gockel. Du hast nix kapiert, heute lernst du Tischmanieren, Trottel. Setz dich an das prunkhafte Tischgedeck. Ich hoffe, du kennst den Umgang mit Fischbesteck. Das ist was anderes als dein Heringssalat. Das ist Seeteufel wie der Leviathan. Kommt den mir mit Stichsäge an. Seeteufel wie der Leviathan aus der jüdischen Mythologie. Das krasseste, was da so in der See rumgeschwommen ist, oder der Seeteufel, wie man ihn eben kennt, aus unserer Zeit, Freunde. Okay, schöner Vergleich. Löst mal elegant das Fleisch per Messer von den Fischgräten, Mann. Dein Verhalten ist nicht kniggerecht. Doch hier witz ich jetzt an dir, indem ich deine Finger knicke gerecht. Es artet aus in eine gnadenlose. Okay, das war wie damals diese Promo zu JBG3, wo sie allen so die Hand gegeben haben, so Ali G in the House mäßig und einfach so also ständig Handy gebrochen haben. Also, das war so total mein Humor, Freunde. Nice. Peinigung, wie eine afghanische Stadion.
Es artet aus in eine gnadenlose Peinigung. Wie eine afghanische Stadionsteinigung. Knallt Soundeffekte elegant in die Fresse. Schöner Vergleich. Nur echt mit Hohlraum in der Hand, in den Fläche. Rücken muss gerade sein, steif wie ein Fahnenmast. Finger abgespreizt wie der Zweig von einem Tannenast. Weil mir deine peinliche Art nicht passt. Hagel's was, bis du mehr Respekt als vor deinem leiblichen Vater hast. Ja, geil. Finde ich echt schön, wie der Boss uns hier die Knigge beibringt. In bosshafter Manier. Ja, gerade sitzen, Finger abspreizen, gleich das richtige Besteck für Fisch, Freunde. Oh, das ist genau mein Humor, Bro. Nice. Außerdem, Farid hat auch gestern im Stream gesagt, so würde er Leute zum Fitness animieren. Er würde hier kein Fitnessprogramm schreiben, sondern er würde einfach zu den Vätern nach Hause gehen, ihnen eine Klatsche geben und sagen, hier, sieh mal zu, dass dein Sohn endlich Sport macht, der Fettsack. Habe ich auch sehr gelacht, Freunde. Sehr nice. Du mehr Respekt als vor deinem leiblichen Vater hast. Ich klatsch dir voll auf deinem moddigen Pausbäckchen. Und du holst aus deinen drolligen Augäpfeln. Vorher warst du noch ein Proll mit einer Pferdefresse. Jetzt trägst du die Serviette stolz wie eine Perlenkette. Vorher sah das alles grob schlechtig aus. Jetzt hast du beim Prost schon korrekte Stoßtechnik drauf. Ab jetzt nie wieder. Geil. Beim Prost schon korrekte Stoßtechnik drauf, Bro. Ich wusste gar nicht, dass es da auch Regeln gibt. Auch ich bin nicht ausgelernt, Freunde. So wie man einen Espresso mit wie viele Sips braucht man da? Maximal 2 oder 3, dann muss der leer sein. Eine Perlenkette. Vorher sah das alles grob schlechtig aus. Jetzt hast du beim Prost schon korrekte Stoßtechnik drauf. Ab jetzt nie wieder Pizza liefern lassen. Du bist endlich kultiviert, dank der Tischmanieren klatsche immer nach. Okay, da ist jetzt am Soundbild bisschen was anders. Jetzt trägst du die Serviette stolz wie eine Perlenkette. Vorher sah das alles grob schlechtig aus. Jetzt hast du beim Prost schon korrekte Stoßtechnik drauf. Ab ist jetzt so ein kleiner Hall mit drin, ne? Als ob der Boss jetzt die Entfernung vom Mikrofon verändert hätte. Jetzt nie wieder Pizza liefern lassen. Du bist endlich kultiviert, dank der Tischmanieren klatsche immer nachte auf Zubereitung des Dinnerbanketts, denn ich. Okay, ich frage mich, ob das jetzt Absicht gewesen ist. Ich hasse, wenn ein Koch sich seine Finger abschlägt. Ich hab nen Scheich eingeladen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt, oder. Das ist ein leichter Hall mit dabei. Vielleicht auch an unterschiedlichen Tagen aufgenommen oder. Gab jetzt zwar einen leichten Flowwechsel, aber okay. Bin mal gespannt, ob ich das, ob euch das auch aufgefallen ist. Nachher mal gucken, ob das auf dieser genauso ist, Freunde. Okay, der nächste Akt. Der Pizza liefern lassen. Du bist endlich kultiviert, dank der Tischmanieren klatsche immer nachte auf Zubereitung des Dinnerbanketts, denn ich. Dritter Akt. Scheich zu Besuch. Oh nice, jetzt geht's los, Alter. Wenn ein Koch sich seine Finger abschlägt, ich hab nen Scheich eingeladen. Es wird ein geistreicher Abend, bei einem Glas und etwas schön, dass wir so reich sind, geschwafen. Yeah, nice. Man soll was Feines heute braten. Ich bin kein scheiß Kannibale, doch will mein Leibgericht haben. Ich bin kein scheiß Kannibale, aber ich will mein Leibgericht haben, Bro. Rahmen wie im Meerblick-Lokal. Nach dem Dinner spielen wir voll auf Kok mit Schwertfischen Dart. Der Butler bringt das Essen, was soll das? Mit Schwertfischen Dart spielen, das kann auch nur der Boss sein. Diese Kinderportionen sind ja voll nicht meins. Ich jag ihn mit einem abgebrochenen Holz. Ah, scheiße. Sorry, dass ich wieder stoppen muss, aber das ist auch so ein Ding. Ich war jetzt einmal in meinem Leben so ein 7-Gänge-Menü essen oder 6 Gänge. Ich weiß nicht, ob der Nachtisch da irgendwie mit reinzählt. Das war voll die Krise. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin auch so ein viel Portionen-Esser. Und so Buffet essen, so, da muss wirklich, wenn der Teller voll ist, so maximale Spannungsblase auf dem Teller sein. Da darf kein Krümel Reis mehr drauf, bevor der Teller zusammenbricht. Und dann gehe ich so balancierend damit los, stell ihn ab, hol mir schon mal den nächsten. Einer kühlt, den anderen esse ich schon mal. Ja, also so kleine Portionen, ich weiß nicht, Bro. Kann ja so gut schmecken wie sonst was, aber wenn zu wenig ist, dann kriege ich Krise. Also. Nice. Schöner. Schöner Humor ist genau das, was wir mögen, Freunde. Tischbeine stolpert tollpatschig hinein in den Goldfinz. Ich jag
Diese Kinderportionen sind ja voll nicht meins. Ich jag ihn mit nem abgebrochenen Holztischbein. Er stolpert tollpatschig hinein in den Goldfischteich. Was machst du, du Idiot? Ja gut, wenn du schon drin bist jetzt, dann schnapp dir so einen Fisch und ess dich satt dran, du Idiot. Dann hätten wir das auch, denn die Hundefutterpreise gehen grad astronomisch hoch, wie das Hubble-Teleskop. Mein Gast ist schon K.O., der letzte Das Hubble-Mikroskop. Das Hubble-Teleskop. Teleskop, Alter. Wieso sag ich denn Mikroskop? Das Hubble-Teleskop, das bekannteste Teleskop der Welt, ist wahrscheinlich so die meisten Sternenbilder, die ihr so kennt, hat das Hubble-Teleskop gemacht, Freunde. Richtig, richtig geiler Vergleich. Habe ich, glaube ich, so auch noch nicht gehört. Nee, Mann. Der ist schön. Der ist schön. Also fliegt halt im Weltall umher. Oh, der ist schön. Das Hubble-Mikroskop. Das war's mal wieder komplett. Mein Gast ist schon klar, dann hätten wir das auch. Denn die Hundefutterpreise gehen grad astronomisch hoch, wie das Hubble-Teleskop. Mein Gast ist schon K.O., der letzte Drink knallte rein. Ins Bett gehen ist okay, dabei hinfallen, nein. Läufst du aus Versehen in eine meiner Ming-Vasen rein, nimmst du morgen früh dein Frühstück wohl durch Trinkhalme ein. Habibi, krieg jetzt keine Star-Allüren. Du kommst im großen nice. Rechten Flügel unter, Adlerküken. Zauberhafter Lebensraum. Ich schau mein Gäste-Klo als dauerhafter Lebensraum. Wer für den ein Lebenstraum? Milliarden. Für den einen oder anderen Deutschrapper auf jeden Fall, Freunde. Ich glaube so generell, dieses ganze Video ist so ein Shindy-Diss, oder? Also es gibt einfach kein Video. Der Boss steht da majestätisch, so wie damals der Free-Track-Mosaik-Muster, den er einfach mal so rausgehauen hat, wo der Boss sich einfach 3 Minuten lang nicht bewegt hat. Ihr wisst schon, was ich meine. Geil, Mann. Schön, genau mein Humor. Wahrscheinlich haben jetzt alle Video erwartet. Und dann kommt der Boss und bewegt sich einfach. 5 Minuten 49 nicht. So muss das sein, Freunde. Flex. Ich hole Scheiß auf den Boden der Tatsachen runter, wie private Jets. Der Boss umringt von Frauen bei dem Staatsbankett mit ausgesprochen scharfem MS, wie das Wort Marsjackett. Ich hab nen Butler und der spurt so krass. MS, wie das... Ich hab ne Marsjackett. MS? Wie das? Ne, okay. Okay, bei Marken bin ich total raus, Freunde. Ich hab gedacht, das kommt jetzt wieder irgendwie so übelst böse, bestimmt ein krasser Vergleich, wenn man sich mit Klamotten auskennt. Aber da bin ich leider raus. Ich hab nen Butler und der spurt so krass. Leute sagen, manchmal ist das nicht ne Spur zu krass. Der ist Butler, da muss er sich mit abfinden und mir fachgerecht Krawatten um den Frack binden. Ob der verachtenswert ist mit seinem Kackgrinsen, tja, liegt im Auge des Betrachters wie Kontaktlinsen. Wir haben einen Scheich hier. Ach so. Ah, Korn sind Objekte in meinen Augen wie Kontaktlinsen. Kennt ihr den noch? Ach, schön, Bro. Schön. Ganz nostalgisch hier. Grinsen, tja, liegt im Auge des Betrachters wie Kontaktlinsen. Wir haben einen Scheich hier aus Saudi-Arabien. Mach dich gerade, sonst schwimmst du in Raubfisch-Aquarien. Frederik, spiel etwas Gitarrenmusik vor und reich uns Davidoffs aus dem Zigarrenhumidor. Ja, ich rauche beim Essen, das so ein Liebhaber-Ding. Und sie waren klimabedingt niemals Skifahren. Stimmt's, Herr Scheich? Wie ist das? Skifahren kannst du bei 50 Grad? Habt ihr da überhaupt eine Chance? Noch etwas von der Feuerzangenbowle. Ich bin eher auf Zigarren, ja, nice, wie eine Steuerbanderole. Ja, ich rauch vom Kamin genussvoll und putz Diener mit einem Schlussakt. Der Großherzog. Okay. Fußfeger weg wie Frederik ein Staubkorn beim Stiefel genuss. Noch etwas von der Feuerzangenbowle. Ich bin eher auf Zigarren wie eine Steuerbanderole. Ja, ich rauch vom Kamin genussvoll und putz Diener mit einem Fußfeger weg wie Frederik ein Staubkorn beim Stiefel. Putzt sie mit einem Fußfeger weg, Freunde. Kennt ihr den? Der Fußfeger? Die vielleicht früher mal Judo gemacht haben, und da fängt man damit an. Auch beim MMA. Eine ganz feine Sache. Ah, schöner Vergleich, Bro.
putzen. Jetzt geh am Zauntor die Fliesen schrubben, denn da sind noch Blutspuren, weil vom Dobermann der Maulkorb zu schief gerutscht ist. Lustig. Nice. Früher Konto stand im Minus, mein Konto stand im Minus, heute Konto stand paar Mios. Blut Aura, denn die Attitude geht halt in Fleisch und Blut über, so wie englische Steaksalz. Hochwohlgeboren an einem wohligen Sommertag, Eroberer von der Art wie Napoleon Bonaparte. Der Großherzog, der wenn man über ihn mal großherzog, in den Krieg mit einem Großherzog. Oh, schön, Alter. Schöner Reim. Oh, nice. Eroberer von der Art wie Napoleon Bonaparte. Der Großherzog, der wenn man über ihn mal groß... Der Großherzog, der wenn man über ihn mal Großherzog... Herzog in den Krieg mit einem Großherzog. In den Krieg mit einem Großherzog. Mann, nice. Ah, dafür liebe ich Kolle, Alter. Ah. Schönes Ding, Mann. Diese Wortspiele. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt noch mehr so von diesen Kopfzerstörungs-Dingern von Kollegen erwartet. Ja, diese, wo man so tagelang sitzt und denkt, was meint er da, Bro? Was meint er? Ja, so wie die Nummer 1 kennt. Ihr wisst ja, ich habe mir damals wochenlang darüber Gedanken gemacht. Aber der ist nice, Alter. Nichtsdestotrotz. Ah, okay, ich bin echt gespannt auf die Kommentare, Freunde. Also, ob euch da die Punchline-Dichte gefällt oder ob da nur mehr Kopfzerstörungs-Lines hätten reinpassen können. Aber ist ja noch nicht vorbei. Glanz, Glamour, Gloria. Toliger, Eleganz wie ein Modezar. Ich hab die Lord-Aura. Lord Aura, yeah. Ich geb dir Pimpslaps in der Allee und der Luftzug davon bringt die Blätter zum Wehen. Ich hab die Lord Aura, Lord Aura, Aura, Aura. Shindy left the chat. Ah. Schönes Ding, Freunde. Ich glaube, das ist so ein Track, den muss man sich tatsächlich noch ein paar Mal geben. Ich habe jetzt relativ viel gequatscht. Das Ding wird gleich nochmal rauf und runter gehört. Unter der Bettdecke. Ihr wisst schon. Mit dem einen oder anderen Taschentuch. Ich frage mich nur, ob das mit dem Soundbild gewollt gewesen ist. Oder ob das jetzt... Zufall kann es nicht gewesen sein. Oder vielleicht wirklich an unterschiedlichen Tagen aufgenommen irgendwie. Das wäre mal interessant. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Track fandet, Freunde. Und was eure Lieblingsline gewesen ist und ob ihr das erwartet habt. Puh. Ich bin gespannt, Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal auf jeden Fall wieder. Da weiter bitte.